Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye-o! Bye-o! Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, wo wir zum Versammlung des Bestienrats offenbar gehen. Das sieht auch wieder mega cool aus. Ich habe noch den Bonus vom Tiefschlaf letztes Mal. Sehe schon, hier regnet es wieder Feuer. Ist hier ein dreckiger Bosskampf? Ja, da ist ein Boss. Hammer. Dich kennen wir doch. Ich kämpfe nochmal gegen Gorillos. Halt mal zwischen seinen Beinen durch. Kann ich nicht, weil da was zwischen ist. Besiegt. Gorillos besiegt. Ich guck gerade nur nach dem versteckten Waddle Dee. Okay, hier ist kein versteckter Waddle. Muss ich jetzt alle Bosse nochmal bekämpfen? Das wäre fies. Wieder so eine Zeit-Challenge. Nein! Okay, ich musste keine bestimmte Zeit erreichen. Außer wahrscheinlich bei den Nebenmissionen. Aber ganz ehrlich, da gucke ich lieber nachher rein, was für eine Zeit ich erreichen muss. Als mir jetzt einen abzumühen. Ja, ich sehe, man muss echt alle Bosse nochmal bekämpfen. Und höchstwahrscheinlich sind die Nebenmissionen, die mit irgendeiner speziellen Fähigkeit fertig zu machen. Und da wir jetzt den Woods vor uns haben, nehme ich auf jeden Fall die Kreissäge. Weil damit kann ich ihn ja übelst wegkombon. Nee, Gürteltor. Easy. Easy dodging. In einer Tour fertig gemacht. Ah! Ein Gürteltor innerhalb von einer anderthalb Minute. Ja, den habe ich ja easy weggeklatscht. Wahrscheinlich ist es bei den anderen doch genauso eine Challenge. Einfach so eine Zeit-Challenge. Perfekt. Hier wird alles eingerissen. Hab's hochgeschafft. Jetzt schon einen übersehen. Okay. Wahrscheinlich schon wesentlich früher. Ich kriege ja eh gleich neue Fähigkeiten, also. Eine Runde schlafen. Gib mir einen Bonus.
Außerdem ist da oben eh zur Kibbel, den ich zur Not einfach absorbieren kann. Wo habe ich denn übersehen? Das muss ja auf dem Weg schon zu Gürteltor dann gewesen sein. Nee, wenn, dann bleibe ich bei der Fähigkeit. Die ist ultra stark. Vor allem, wenn die mal stehen bleibt. Okay. Die habe ich auch relativ schnell fertig gemacht. Und ich habe gesehen, wo der Waddle ist. Die Frage ist, ob ich da hochkomme. Da, da ist eine Leiter. Also die habe ich ja wirklich sehr, sehr schnell fertig gemacht. Sturm-Tornado-Blaupause. Ich habe nur gesehen, dass da ein Eingang war. Damit habe ich, glaube ich, auch die letzte Fähigkeit freigeschaltet. Ach, der Schaden, egal. Okay. Alle Knöpfe drücken. Und dadurch habe ich auch einen Waddle gerettet. Aber kein Wispy. Okay, wie gesagt, auf dem Weg zu Gürteltor habe ich auf jeden Fall was übersehen. Und Nebenaufgaben habe ich halt verpennt. Was wahrscheinlich alles Zeit-Challenges sind. Dringe tief in die geheime Passage vor. Okay, ich habe irgendeine Passage übersehen. Die ich nachträglich wahrscheinlich einblende. Na gut, wir scheinen uns aber so langsam dem Ende zu nähern, ne? Ein Ringstopferschatz, hier war irgendwas zum Suchen. Ein bisschen Moneten. Okay. Dann zeigen wir mal, was wir können. Eine Bootsfahrt, die ist schön, ne? Ich glaube, hier ist auch ein bisschen Timing angesagt, was die Windstöße angeht. Ich bezweifle, dass die Ringe wichtig sind. Einfach nur darauf konzentrieren, durchzukommen.
weiß nicht, ob das schnell genug war. Nope. Hab ein paar Mal zu viel einen abbekommen. So, und wo ist das versteckte etwas? Ich hab doch hier noch ein paar versteckt irgendwo rumgammeln. Auch wette ich. Wenn ich jetzt hier in diese Liste gucke. Okay, zu dem Zeitpunkt offenbar nicht. Dann gehen wir einmal zur Waddle-Dee-Stadt zurück und holen uns die letzte Blaupause. Wir sind aber noch weit von den 100% entfernt, ne? Also das kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier, erst 51%. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass diese Sammlung darauf einen sehr großen Einfluss hat, auf diese Prozent. So, die letzte Fähigkeit. Die Frage ist, ob ich es mir leisten kann. Ich kann es mir leisten. Ich lasse ihn mal zu Ende arbeiten. Spezialpower. Sturmtornado. Okay, ich ziehe Gewitterwolken hinter mir her. Die wahrscheinlich nochmal extra Schaden machen. Ja gut, jetzt habe ich glaube ich alle Fähigkeiten. Na komm, einfach mal überprüfen hier. Kann ja mal mein letztes Geld hier reinhauen. Da kommen ja ein paar Sachen bei rum. So, da nochmal Knauf drehen. Dann hier. Und jetzt gucken. Wahrscheinlich hat sich die Prozentzahl jetzt geändert. Ja, die Prozentzahl kommt auch hauptsächlich dadurch zustande. Also, ich kann euch nicht versprechen, dass ich in dem Let's Play die kompletten 100% hole. Weil sie sehr viel mit dieser Sammlung zu tun hat. Ich denke mal, dass das allein hier schon so 80% mindestens ausmacht. Hier fehlen mir noch 47, hier fehlen mir 55 und hier fehlen mir nur 3. Da steht sogar bei, was nötig ist, um hier so spezielle Figuren zu kriegen. Also hier muss ich irgendwie Fische fangen, hier muss ich Geschenkcodes eingeben. Und hier Roll-Kirby rollen muss ich, ich weiß nicht mal, was davon das jetzt noch ist, muss ich alle meistern. Also so Nebenaufgaben. Und das hier ist halt, alles muss ich mir über Geld holen. Roll-Kirby Roll ist, glaube ich, das da oben, was ich nie bisher gemacht habe, weil ich da erst auf Sunny warten wollte. Es kann übrigens sein, dass die letzten Parts wirklich mit Sunny zusammen sein werden. Ja, das ist dann das hier, ne? Ich glaube, das muss ich sogar alleine machen. Na gut, ich kann ja eine Folge dem hier auch irgendwann mal gönnen. Und das Fischen, das definitiv mit Sunny zusammen. Das andere, das scheint ja eine Solo-Mission zu sein. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja,
ein Abo und ein Like da lassen. Ihr kennt ja den Drill. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!